Ganz Nordrhein-Westfalen ist nach Darstellung des Robert-Koch-Instituts jetzt Corona-Risikogebiet. Wie aus der Webseite des RKI am Sonntagmorgen hervorging, überschritt Soest die Schwelle von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Damit ist das Bundesland auf der Landkarte nun komplett rot oder hellrot markiert. Dennoch feierten am Samstag noch einmal Dutzende Menschen dicht an dicht, viele ohne Maske, in der Kölner Innenstadt. Eine Anwohnerin war angesichts der Szenen fassungslos. Ja, man merkt einfach, dass es irgendwo berechtigt ist, dass es eine Sperrstunde irgendwo geben muss. Weil wenn die Menschen halt immer mehr trinken und betrunkener sind, dann merkt man ja, dass die auch diese Annäherungsängste nicht mehr haben. Kann ich auch mit drauf, oder? Wie wäre es mit ein bisschen Abstand? Ich habe eine Maske. Trotzdem Abstand? Ich schwöre. Das zum Beispiel, das würde zum Beispiel nicht passieren, ne? Wenig später traf die Polizei ein. Für das Eingreifen der Beamten hatten die Umstehenden aber offenbar nur wenig Verständnis. Einem jungen Mann wurde von der Kölner Polizei noch am Boden eine Maske verpasst, bevor er von den Beamten abgeführt wurde. Für Diskussionen sorgte dann noch ein Radfahrer, der ohne Maske unterwegs war. Wieso das denn? Ich bin mit Rad unterwegs. Hör auf! Was willst du denn von mir? Was für eine Maskenpflicht? Ich bin mit dem Rad unterwegs. Könnt ihr bitte ein Stück zum Steiger ja nicht ab. Ich bin erfahren. Ich werde Ihre Kollegen jetzt angehalten. Auf Twitter schrieb die Kölner Polizei, dass am frühen Abend alle Versammlungen beendet wurden und nur in wenigen Fällen auf geltende Bestimmungen hingewiesen werden musste. Mit der neuen Verordnung sind ab 2. November unter anderem Treffen im öffentlichen Raum nur noch mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes gestattet. Mehr als 10 Personen sind aber auch in diesen Fällen nicht erlaubt. Auch für den privaten Bereich gilt aber die dringende Empfehlung, Kontakte mit haushaltsfremden Personen gänzlich zu meiden und dort, wo das nicht möglich ist, die AHA-Regeln zu achten. Die weiteren Beschränkungen für Nordrhein-Westfalen finden Sie im Text unter diesem Video.